Ja, Volker, jetzt bist du ja auch schon eine ganze Weile in dem Geschäft tätig, in dem Feld tätig. Was ist dein Bild von Organisationen heute? Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, dass dieses Bild, mit dem ich über Jahrzehnte ja schon aufgewachsen und auch in vielfacher Weise ja auch beschäftigt wurde, dass dieses Bild von Organisationen tatsächlich deutlich in Veränderung ist. Ich genieße es ja in meiner Arbeit, auch als Berater, dass ich in Organisationen bin mit 250.000 Mitarbeitern, Kolosse, riesige Tanker, die auch in hohem Maße auch sehr konservative Kulturelemente noch in sich tragen. Und am nächsten Tag stehe ich in einem Start-up mit 75 Menschen, die auf einmal an einem Tag entdecken, verflucht, wir haben ja tatsächlich Führungskräfte hier in unserem Team. Das war uns noch gar nicht bewusst. Ich glaube, wir müssen mal darüber nachdenken, was wir denn mit den Führungskräften machen. Also das ist eine gigantische Bandbreite. Ich glaube, dass dieser Begriff der Organisation zurzeit sich sehr verflüssigt hat. Und dass das es nicht mehr eine Theorie gibt, sei es eine soziologische oder eine naturwissenschaftliche oder eine psychologische Definition von Organisation, sondern ich bin eigentlich überzeugt, dass die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, die in einem sozialen Kontext Ergebnisse erzielen, dass das zurzeit wirklich einer enormen Veränderung unterliegt. Und ich persönlich finde es sehr spannend, dabei mitzumischen und auch das Ganze vielleicht mitzubegleiten und mitzuinitiieren, wie vielleicht in Zukunft Organisationen noch mehr Sinnhaftigkeit, noch eine andere Form von Balance auch erreichen. Und dass solche Dinge wie Ausbeutung oder wie massive Ungerechtigkeiten von Mann und Frau, von furchtbaren Führungsmethoden, dass das immer mehr zurückweicht. Und die Frage ist, wie können Menschen in einem moderneren Kontext tatsächlich Ergebnisse erzielen? Und das finde ich eine unglaublich spannende Frage. Ich selber bin mit meiner Organisation auch gerade in einem Strategieprozess und wir sind massiv darüber am Denken, wie wollen wir uns aufstellen, strukturell, prozessual, welche Art von Präsenz braucht es, wer ist drinnen in der Organisation und wer ist draußen, wie schaut eine atmende Organisation aus? Das sind spannende Fragestellungen und ich glaube, dass wir da als Berater, auch hier speziell am Institut, auch Rückendeckung und auch Klarheit oder auch eine Reflexionsbühne bieten können, um neue Formen von Organisation und Organisationsentwicklung auch mit zu initiieren. Du hast gerade das Stichwort Veränderung und Veränderungsprozesse schon genannt. Ja. Wie siehst du Veränderungsprozesse in Organisationen und auch wie siehst du die Rolle der Beratung, der Berater in diesem Zusammenhang? Ja. Also ich würde gerne eigentlich von diesem Postulat ausgehen, dass Veränderung Alltag ist. Und wir gehen immer mehr davon weg, über Change Management oder Change Management Prozesse zu reden, weil Veränderung findet bei uns als Personen in der Natur und in jeder Organisation, in jedem Organismus permanent statt. Von daher ist Change an sich für mich kein Wert und ist für mich auch keine Notwendigkeit, jetzt intensiver über Change Management nachzudenken. Ich bin eher daran interessiert oder habe eher einen Blick darauf, wie können wir Organisationen
in ihrer organisationalen und in ihrer kulturellen Entwicklung unterstützen. Und da bin ich im Moment auch auf dem Weg, mit den Organisationen über Visionsarbeit, über systemische Strategiearbeit nachzudenken, wie kann man tatsächlich eine strategische Position für sich erarbeiten und die Intelligenz mit den Menschen in der Organisation zu transportieren und umzusetzen. Und Change ist für mich dann, oder Veränderungsarbeit, ist dann für mich eigentlich Alltagsarbeit, die jeder bei sich selbst und in seiner Führungsrolle oder in seinem Team dann auch jeden Tag macht. Aber immer bezogen auf die Frage, wozu eigentlich? Was ist der Sinn? Was ist das Ziel? Was ist unsere Strategie? Und was wollen wir? Wozu wollen wir verändern? Und das treibt mich im Moment sehr stark um. Also eher die Frage der zielgerichteten Veränderung und der Veränderung, die den Menschen dann auch Sinn ergibt. Also für mich ist aus der Wiesloch-Schule dieses Passungsmodell unglaublich wichtig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wenn eine Organisation sich entwickelt, müssen alle Beteiligten sich ja fragen, und wie passt eigentlich die organisationale Entwicklung zu meiner personalen Entwicklung? Wie groß ist die Schnittmenge? Inwieweit kann ich die Ziele, die Strategien, die Vorgaben, die Optionen, inwieweit kann ich die eigentlich mit meinen persönlichen Zielen auch in Übereinstimmung bringen? Oder bewegt sich die Organisation in eine ganz andere Richtung, die ich nicht mehr für gut heißen kann? Und was hat es dann für Konsequenzen? Also da auch die Passungsfrage auf einer sehr übergeordneten, fast strategischen Fragestellung, das finde ich hochinteressant. Und das versuche ich auch tatsächlich mit dem Top-Management oder mit den Mitgliedern dann auch im oberen Management so auch zu diskutieren, dass Organisationsentwicklung immer auch eine Persönlichkeitsentwicklung darstellt. Vielen Dank, Volker. Gerne.